Magdeburg ist ein Wirtschaftscoup gelungen. Und zwar hat die Stadt jetzt den Zuschlag für eine neue Fabrik des Chipgiganten Intel bekommen. Und der Ministerpräsident Haseloff nimmt nun dazu Stellung. Wir schalten uns jetzt live darauf. Der richtige, passende Standort gefunden werden. Und der ist, das haben Sie gerade gesehen und gehört, jetzt Deutschland und in Deutschland Sachsen-Anhalt und Magdeburg. Wir waren im Wettbewerb mit einer ganzen Reihe von Konkurrenten. Es war ein fairer Wettbewerb, harte Fakten haben gezählt. Und ich danke ausdrücklich auch denjenigen, die sich in diesen Wettbewerb für Deutschland mit hinein bewegt haben, damit wir diese riesige Investition nach Deutschland bekommen. Denn es ist die größte Investition, die es seit Menschengedenken auf einen Standort kapriziert, jemals sagen wir mal, innerhalb eines Gesamtprojektes gegeben hat in Europa. Und wir sind froh, dass wir Deutschland, wie gesagt, hier ganz nach vorne bringen konnten und dass wir mit München und Schwerin als Mitbewerber uns dann letztendlich auch durchsetzen konnten anhand der harten Arbeit, die geleistet wurde. Und ich danke erstens mal dem Team von Intel, was sich so intensiv hier hinein bewegt hat mit uns gemeinsam. Die entscheidenden Sitzungen sind hier im Hause, hier in der Staatskanzlei in diesem Raum, als auch im Kabinettsraum realisiert und vollzogen worden. Ich danke, wie gesagt, Pat Gelsinger, den ich im letzten August in Berlin getroffen habe, wo wir sehr intensiv darüber gesprochen haben, wie man Geschichte schreiben kann. Und ich habe natürlich versucht, auch klarzumachen, dass wenn in Europa irgendwo Geschichte geschrieben wurde, dann in Sachsen-Anhalt. Ja, und logischerweise waren wir heute verabredet, auch nach dieser Veranstaltung gemeinsam unter anderem nach Wittenberg zu fahren, an Luthers Grab. Das müssen wir jetzt verschieben. Aber es ist nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben, denn Sie wissen, wie die internationale Situation aussieht. Auch an den ersten Worten von Pat Gelsinger war zu erkennen, dass wir zutiefst betroffen waren und das, was eigentlich ein Event heute hier geplant war, jetzt natürlich nicht realisiert wird, weil die Welt und Europa natürlich bezüglich des Krieges in der Ukraine ganz andere Sorgen und Probleme zu lösen hat und ganz andere Sorgen hat. Wir heute auch im Kabinett über die Flüchtlingsunterbringung und die humanen Leistungen auch unseres Bundeslandes und der einzelnen Städte wie auch Magdeburg gesprochen haben und das natürlich vieles und alles auch dominiert. Trotzdem, das Signal ist jetzt von Intel und von Pat Gelsinger explizit gegeben worden. Es ist Magdeburg, jetzt ist es raus, jetzt ist es bestätigt, jetzt ist es klar. Bis zum letzten Moment haben wir uns alle noch zurückgehalten, weil wir wissen, dass solche Prozesse auch wachsen müssen und dass der Investor auch letztendlich die entsprechende Botschaft zu verkünden hat. Und ich danke in dem Zusammenhang auch weiterhin der Kommission und auch der gesamten Administration in Brüssel, an der Spitze Frau von der Leyen, die das Ganze auch von Anfang an mit begleitet hat für Deutschland. Denn es ist ein europäisches Projekt und deswegen gibt es auch die anderen Standorte, die hier mit eine Rolle spielen, unabhängig von dem Hauptstandort Magdeburg, für diese Investitionen in den nächsten Jahren. Weil Europa immer sozusagen europäisch denkt und auch nicht sozusagen nur lokal. Und genauso ist es bezüglich auch der gesamten europäischen Förderschiene und auch der bundesdeutschen und der landesbezogenen, dass wir hier an dieser Stelle ganz klar auch für Deutschland auch präsent sind als Standort, der auch mit den entsprechenden möglichen Maximalkonditionen auch versehen wird, damit wir zum Zuge kommen. Deswegen danke ich auch dem Bundeskanzler, dem Bundeskanzleramt, dem Bundeswirtschaftsminister. Auch über den Regierungswechsel hinweg hat das gehalten, war da eine Kontinuität der Fachlichkeit gegeben. Und ich danke vor allen Dingen auch der Stadt Magdeburg, die gemeinsam mit uns hier in der Landesregierung Minister, Staatssekretär Ude entsprechend alles das, was wir machen konnten, auf den Weg gebracht haben, damit wir die harten Fakten auch belegen und benennen konnten, zu denen wir uns auch in der letzten Woche dann mit Unterschrift entsprechend in einem Letter of Commitments auch verständigt haben. Herr Oberbürgermeister, dass Sie sich ins Rennen geworfen haben und dass wir gemeinsam es geschafft haben, eine
vor vielen, vielen Jahren mal gestartete Planung in Gang zu setzen, auf die Sie sicherlich noch Bezug nehmen, dass wir ja schon mal im Wettbewerb um BMW standen und das damals leider nicht geklappt hat. Investitionsgeschehen sind immer auch von Erfolgen, aber auch von Misserfolgen gekennzeichnet. Aber dass wir heute diesen Traum in Erfüllung gehen sehen und dass ich auch für das Land sagen kann, es wird dieses Land komplett umgestalten. Es ist eine völlige Neuprofilierung und Zuspitzung auch, was unsere Kompetenzen und Möglichkeiten anbelangt, auf eine Branche, die das 21. Jahrhundert und die nächsten Jahrhunderte bestimmen wird. Die Digitalisierung, die damit verbundene Chipproduktion, die strategische Ausrichtung, an welchem Standort, dass man in sicheren Rahmenbedingungen machen kann, nämlich in Europa, in Deutschland, in Sachsen-Anhalt, in Magdeburg und Sülzetal. All das gehört in diesem Zusammenhang auch in eine Überlegung, die auch dazu beitrug, dieses Konzept mit Intel zu entwickeln, dass wir eine Fokussierung aller Bereiche, die dieses Land beginnt mit der Chefsache eines Ministerpräsidenten über die Stadt, ohne die nichts geht, mit einem hervorragenden Oberbürgermeister und einer hervorragenden Mannschaft im Rathaus. Gemeinsam aber auch mit all denen, die vor Ort mitgewirkt haben, bis hin zu den Universitäten und Hochschulen, die wir haben, bis hin zu Fraunhofer, dass also Professor Neugebauer als Präsident der Fraunhofer Gesellschaft, den ich seit vielen, vielen Jahren, seit fast 50 Jahren kenne, dass wir gemeinsam auch zusagen konnten, dass wir Forschungslösungen entwickeln, dass wir Nachhaltigkeit ganz groß schreiben bezüglich der Medienversorgung, bezüglich auch der Stromversorgung, dass wir sozusagen gerade mit unserem Fund, dass wir als erneuerbares Energienland unterwegs sind, hier richtig auch auftrumpfen konnten und dass wir auch bezüglich der Flächenbereitstellung und auch bezüglich der Akzeptanz von innovativen Industriearbeitsplätzen ein Standort sind, der nicht irgendwo am Rande oder im Osten Deutschlands liegt, sondern mitten und zentral in Europa. Wir sind, wenn jemand als Global Player hierher kommt und von oben sozusagen Europa bewertet und sich auf diesen Standort kapriziert, sind wir logischerweise aus seiner Sicht die Mitte Europas. Und genau das waren wir geschichtlich schon immer, sind wir wieder. Die geschichtlichen Ereignisse des letzten Jahrhunderts haben vieles dabei versucht zu verschieben, aber eben Gott sei Dank nicht irreversibel, sondern es gelingt uns gemeinsam als Team entsprechend hier den Standortwettbewerb für uns zu entscheiden. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Abschließend möchte ich Folgendes noch sagen. Jetzt fängt eigentlich die Arbeit erst richtig an. Leider verlässt mich der Oberbürgermeister in Kürze, sodass ich hoffe, dass die Magdeburgerinnen und Magdeburger für guten Ersatz sorgen. Aber ich sehe ja die Beigeordnete, die sozusagen auch das Kerngeschäft in der Verwaltung des Rathauses hier vollzogen hat und das hervorragend auch weitermachen wird. Ihre Laufzeit geht ja wesentlich länger als die des jetzigen Oberbürgermeisters. Aber ich danke Ihnen, Herr Dr. Trümper, dass wir das so vertrauensvoll und Tag und Nacht für uns gegenseitig immer erreichbar hinbekommen haben. Danke dem Ministerium, lieber Sven Schulze und lieber Herr Ude mit Ihrer Mannschaft für dieses harte Arbeiten. Und ich habe persönlich auch im Gespräch, in dem Commitment mit Pat Gelsinger, aber eben auch in persönlichen Schreiben, die ich erst kürzlich noch mal zu ihm geschickt habe, persönlich auch die Verantwortung da übernommen, dass das immer Chefsache bleibt, auf allen Ebenen jeweils der Chef und die Chefin, je nachdem, was der Wähler sagt, entsprechend zur Verfügung steht und sich an dieses Projekt gebunden fühlt. Wir sind hier angetreten, um den Erfolg auch wirklich bis zu Ende durchzugestalten und durchzudeklinieren. Und es wird aus Magdeburg Intel City sein und entstehen. Es wird Intel City entstehen im Sinne dessen, dass wir das gesamte Umfeld Magdeburgs nicht wiedererkennen werden. Es wird eine Sogwirkung geben an vielen, vielen Fachleuten, Frauen und Männer, die mit hoher Qualifikation gemeinsam mit der Bundesagentur akquiriert bzw. qualifiziert hierher kommen. Es wird eine Beschäftigungsinsel sein, die ausstrahlt auf den gesamten Globus. Für Europa wird es eine Wirkung geben, die
die gerade auch mit diesem Standort und mit all den Möglichkeiten zeigt, dass Europa größer ist als das, was noch bis 1990 als Europäische Union zählte, sodass wir als vollwertiges, auf Augenhöhe angekommenes Mitglied auch als Bund und als Land Sachsen-Anhalt, Bund in neuer Grenze nach der Wiedervereinigung, entsprechend hier die Erfolge auch für diesen Konzern sicherstellen. Wir wissen, was wir dort für ein Commitment, für Commitments eingegangen sind. Wir wissen um die Verantwortung für diesen Konzern. Wir werden Intel nicht enttäuschen. Intel wird stolz auf Sachsen-Anhalt, auf Magdeburg und das Sülzetal sein. Es wird stolz auf die Menschen sein, die hier leben und arbeiten. Es wird sich hier jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin von Intel wohlfühlen. Und genau dafür werden wir die Weichen stellen. Es sind Weichen, die für das gesamte Jahrhundert und darüber hinaus relevant sind, auch über die Zeit, wo wir Verantwortung tragen durften und dürfen. Und entsprechend haben wir hier Zukunft gestaltet, wir haben Zukunft gebaut, wie das schon mal in Sachsen-Anhalt der Fall gewesen ist. Und meine persönliche Einladung nochmal an Pat Gelsinger, Sie werden ja häufig hier sein. Sie sind immer herzlich willkommen. Und dann fahren wir auch gemeinsam nach Wittenberg und werden darüber nachdenken, wo wir uns das erste Mal in Berlin getroffen haben, dass wir auch dort über Martin Luther gesprochen haben. In dem Sinne, dem Projekt alles, alles Gute und Gottes Segen. Dann geht das Wort an den Oberbürgermeister der Stadt, Dr. Lutz Trümper. Jetzt ist an. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war eben für mich eine tolle Situation. Vom Ministerpräsidenten so gelobt zu werden, habe ich selten gehabt. Aber ich glaube, ich kann das auch zurückgeben. Denn wir haben beide, seit ungefähr einem Dreivierteljahr sind wir mit dem Thema ja befasst, seitdem bekannt war, was im Magdeburg diskutiert wird, ganz, ganz engen Kontakt gehabt. Und wir haben auch wirklich, wenn ich mal Gesprächsbedarf habe, hat das 5 Minuten gedauert, dann gab es einen Rückruf vom MP oder eine SMS, die wir ausgetauscht haben. Das war hervorragend, aber nicht nur auf dieser Ebene. Ich glaube, die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Land war bei dem Projekt, aus meiner Sicht jedenfalls, mit 20 Jahren Erfahrung, zusammen mit den Landesbehörden einmalig. Einmalig gut. Einmalig gut, weil alle von Anfang an, nachdem bekannt war, dass es um Intel geht für uns, dass wir an einem Strang gezogen haben. Und Frau Stieger hat mich über den Vorgang irgendwann im Mai informiert. Und dann war meine Kernbotschaft, das wird alles schwierig werden, das werden ganz große Aufgaben sein, die wir lösen müssen. Aber wir sagen zu keiner Anfrage nein, sondern wir sagen immer ja und was können wir noch tun. Und das war unsere Philosophie im Umgang mit der Firma Intel. Und es hat die Firma Intel, glaube ich, auch gesehen, dass wir das ernst meinen, dass wir das echt wollen und dass wir uns anstrengen mit allem, was wir zur Verfügung haben. Und dann hat eine Arbeitsgruppe um Frau Stieger, um Herrn Ude, um Frau Pötsch aus dem Ministerium, von der Arbeitsagentur bis zur Universität, bis zu den Leuten aus dem Landesverwaltungsamt ganz, ganz eng zusammengearbeitet und in einer Vertraulichkeit und Verschwiegenheit, die dazu geführt hat, dass wir ernst genommen worden und auch gezeigt haben, wir können das in Magdeburg und wir können das in Sachsen-Anhalt. Und das ist, glaube ich, der Grund des Erfolges, dass wir am Ende den Zuschlag bekommen haben. Wir haben alle Probleme gelöst, Tag und Nacht gearbeitet. Und Sie müssen ja immer den Zeitverzug noch mit einkalkulieren. Wenn es bei uns 15 Uhr ist, dann ist es in den USA noch ganz früh. Und wenn es bei uns 22 Uhr ist, dann fangen die an zu arbeiten in Amerika, dass wir nachts arbeiten mussten und dann Energieprobleme diskutieren, was mit den städtischen Werken, mit anderen Energieunternehmen. Also eine intensivste Arbeit, die man sich kaum vorstellen kann, über 10 Monate, wo natürlich auch einiges andere bei uns in der Wirtschaftsförderung beiseite geschoben werden musste und einfach liegen geblieben ist. Aber dieses Thema war uns so wichtig, das gemeinsam mit dem Land hinzukriegen. Und von daher ist es heute natürlich für uns ein freudiger Tag, ein historischer Tag, das darf ich ruhig sagen. Ich glaube, das kann man sagen, dass der 15. März in die Geschichte unserer Stadt eingehen wird, als ein Tag, wo verkündet wurde, dass Intel, ein Weltunternehmen, nach Magdeburg kommt. Und die weiteren Ankündigungen werden ja folgen in den nächsten Jahren, wenn die Zulieferbetriebe auch sozusagen Ja sagen werden und werden sich im Umfeld von Intel ansiedeln, wird das eine Industrieentwicklung sein, die hat unsere Region, unser Land in den letzten 30 Jahren nicht gesehen. Das knüpft nicht an die alten Traditionen, aber es knüpft an einen Standort, der immer innovativ war, der immer gute Ideen hatte, wie man wirtschaftlich vorankommen kann, der seine Geschichte sozusagen auch auf Wirtschaft aufgebaut hat. Ob das die Stahlgießer im Grosong waren oder die
großen Werke, die wir in Magdeburg haben, mit 12.000 Mitarbeitern, MAW und viele weitere mehr, die alle zur Industrieentwicklung der Stadt beigetragen haben. Das wird jetzt auf einem modernen Gebiet der Halbleiterproduktion fortgesetzt. Und ich glaube, dass das ein ganz hervorragender Tag für uns heute ist und wir froh sind. Ich bin auch sehr froh. Und ich glaube auch, dass wir dafür intensiv viele Jahre gearbeitet haben. Und ein Stück weit hat man auch manchmal Glück. Wir haben ja gesehen, dass wir in Rothensee mit dem Gebiet voll waren. Da gab es keine Flächen mehr. Und wir schon vor über 2 Jahren gesagt haben, jetzt müssen wir uns kümmern. Wenn große Anfragen kommen, haben wir nichts mehr. Wir müssen den Eulenberg entwickeln. Und damit ja schon angefangen, da war Intel noch gar nicht im Gespräch. Haben da mit dem Wirtschaftsministerium, mit Herrn Wünsch, mit Herrn Ude, mit dem Minister vorher schon Gespräche geführt und haben vom Land die Zustimmung bekommen, jawohl, wir werden euch bei der Entwicklung dieses großen Gebietes unterstützen. Sonst wären wir nicht so weit gewesen. Und hätte ich im Stadtrat im November schon den B-Plan auslegen können und beschließen können. Und von daher, glaube ich, hat man manchmal auch im Leben etwas Glück. Aber ich glaube, in dem Fall ist das das Glück auch des Tüchtigen. Und ich bin ganz stolz darauf, dass unsere Stadt den Zuschlag bekommen hat. Wir werden jetzt auch alles tun in den nächsten Monaten, um das auch zu rechtfertigen und dass wir auch gemeinsam an der Aufgabe jetzt bauen werden. Und das hat der MP auch richtig gesagt. Das war bisher viel Arbeit, aber die eigentliche Arbeit beginnt erst jetzt und die wird hart sein. Die wird hart sein, die wird auch dazu führen, dass wir mit der Bevölkerung Diskussionen führen. Es ist ja nicht alles für jeden, der im Umfeld sozusagen dieser Einrichtung wohnt, alles nur Friede und Freude, sondern wird es auch Probleme zu lösen geben. Da sind wir aber auch schon dabei, das hinzubekommen, dass die Einwohnerschaft mitgenommen wird, aber was wir bisher gehört haben, auch von den Bürgern aus dem Stadtgebiet, die ganz nah dran wohnen, ist eine ganz, ganz große Zustimmung da. Natürlich werden sie auch als Journalisten den einen oder anderen aufspießen und finden können, der sagt, ich finde das nicht so gut. Aber es ist im Leben auch normal, dass nicht alle 100% sagen müssen, tolle Sache, aber ich glaube, die ganz, ganz große Mehrheit wird sagen, das ist für unsere Region eine Chance, wo man zugreifen muss, die einmalig ist für die nächste Generation. Und daraus müssen wir jetzt was Gutes machen, damit die Region Magdeburg, das Land Sachsen-Anhalt in den nächsten Jahren eine tolle Zukunft hat. Und vor allen Dingen auch, was euer der Pat Gelsinger gesagt hat, das ist ein europäisches Projekt. Wir sind ein Baustein in einer großen europäischen Entwicklung. Und ich hoffe auch, dass wir vielleicht in 2, 3 Jahren auch wieder anders reden über die Entwicklung nach Osten hin. Denn wir müssen auch nicht nur sozusagen Konfrontation suchen, sondern irgendwann auch wieder wirtschaftliche Zusammenarbeit suchen. Und die geht auch weiter als in die Ukraine, sondern auch noch weiter nach Osten. Das gehört auch dazu, dass wir den gesamten Globus im Blick haben und dafür sorgen müssen, dass wir auch wieder über Friedensthemen reden und nicht darüber reden, wie wir uns gegenseitig weiterhin nur aufrüsten können. Das ist auch ein Punkt, über den ich glaube, der aktuell nicht so auf der Tagesordnung steht, aber der wird auch wieder kommen. Wir machen jetzt Industriegeschichte in Magdeburg und fangen an, einen Betrieb aufzubauen. Und ich sage nochmal am Ende herzlichen Dank an die Arbeitsgruppe, die jetzt unten gesessen hat, in dem anderen Raum zugehört hat bei der Präsentation. Wir sind jetzt die Präsentanten heute drei, die hier vorne sitzen. Aber die Arbeit haben eigentlich Tag und Nacht die Leute gemacht auf der Arbeitsebene. Und das haben die einfach ganz toll gemacht. Herzlichen Dank. Ja, ich denke, wenn man hier in Sachsen-Anhalt geboren ist und aufgewachsen ist und selber schon mal im Silicon Valley war und auch in China die großen Regionen, wo so solche Produktion angesiedelt ist, gesehen hat. Und dann sieht man hier, wie eines der größten Unternehmen dieser Welt bei der Ankündigung eines der größten oder einer der größten Investitionen, die es derzeit in Europa gibt, auf einmal Bilder aus Magdeburg zeigt, aus Sachsen-Anhalt zeigt. Das ist schon sehr bewegend, glaube ich. Und das ist heute ein historischer Tag. Und ich glaube, das wird viele Tage und Wochen dauern, ehe man das Ganze so richtig verstanden hat, was hier passiert. Weil wir haben heute hier und jetzt hier die Chance, die einmalige Chance, Sachsen-Anhalt auch auf ein nächstes Level zu bringen. Wir haben in der Politik ja immer die Aufgabe, Entwicklungen mitzugestalten und Situationen neu zu bewerten. Und Sachsen-Anhalt ist ein Land, was sich in den letzten Jahren hervorragend entwickelt hat. Aber auch wir haben einen Strukturwandel, wir haben auch neue Dinge auf dieser Welt zu bewerten. Und wir haben jetzt die Chance, und diese werden wir auch nutzen, mit Intel und mit all dem, was dazugehört, die vielen Zulieferer, die da kommen werden, auch Unternehmen, die aufgrund dieser Investition jetzt noch neu auf Sachsen-Anhalt, auf Magdeburg, auf die Region hier aufmerksam werden, hier anzusiedeln und dafür zu sorgen, dass wir die nächsten, nicht nur die nächsten Jahre, sondern die nächsten Jahrzehnte hier eine richtig gute Perspektive auch für unsere Heimat, für unser Land haben. Und das daran mitzuarbeiten, das ist wirklich eine große Ehre. Und so wie es die beiden Vorredner, wie es der Ministerpräsident schon gesagt hat und auch der Oberbürgermeister
gilt der Dank ganz vielen Menschen. Und ich möchte nicht vergessen, auch die Bundesagentur für Arbeit, die hier wirklich viel auch mitgeleistet hat, in vielen Bereichen zu erwähnen, wenn es darum geht, Qualifikation von Mitarbeitern für die Zukunft dort für Intel und deren Zulieferer. Ich möchte nicht vergessen, viele Unternehmen zum Teil auch, die eigentlich mit Intel gar nichts oder deren Zulieferern gar nichts zu tun haben, die aber hier indirekt oder direkt auch mit dabei waren, mit betroffen waren, mit am Ende des Tages auch Entscheidungen treffen mussten. Das war eine riesen tolle Zusammenarbeit. Und das, was gesagt wurde zwischen der Stadt Magdeburg und auch den Behörden auf Landesebene, hervorragend. Es sind auch viele andere Ministerien mitbeteiligt gewesen, die jetzt heute hier nicht sitzen. Und mein persönlicher Dank gilt da auch nochmal dem Staatssekretär Jürgen Uhde auf der einen Seite, der das Team im Wirtschaftsministerium geführt hat, und das Pendant dazu, die Sandra Yvonne Stieger für die Stadt Magdeburg, und mit ganz, ganz vielen anderen, die dahinter standen, wirklich hervorragend gewesen. Und ich habe heute Mittag mit Ursula von der Leyen telefoniert, und da hat sie mir gesagt: Mensch, kannst du dich noch daran erinnern, als wir den European Chips Act auf den Weg gebracht haben, da warst du noch einer von uns hier in Brüssel. Und jetzt, nicht allzu lang später, wo er entschieden ist, geht diese Hauptinvestition nach Magdeburg in deine Heimat. Und das ist wirklich eine Sache, die einem auch mit Stolz am Ende, oder die auch einen stolz macht hier für die Menschen hier, weil wir haben das uns auch, glaube ich, wirklich verdient. Und lieber Lutz Trümper, du hast vor einiger Zeit mal gesagt: Mensch, vor 10, 15 Jahren hätten wir wahrscheinlich so eine Investition noch nicht so hinbekommen. Und jetzt ist es definitiv so weit, dass wir alle Hebel in Bewegung gesetzt haben. Und das war wirklich, glaube ich, auch ein wesentlicher Punkt. Und neben der chemischen Industrie, die in Sachsen-Anhalt groß ist, dem Maschinenbau, der in Sachsen-Anhalt groß ist, die Nahrungsmittelindustrie, wird zukünftig dieser Bereich, die Chipindustrie, das ganze Thema, was damit zusammenhängt, ein Riesenstandbein auch für Sachsen-Anhalt und auch für unsere Zukunft sein. Daran werden wir arbeiten müssen, das hat der Ministerpräsident gesagt. Die richtige Arbeit, die geht jetzt erst los. Die Ziele, die ja heute auch in dem Film vorgestellt wurden, auch zeitlich, die sind sehr anspruchsvoll. Ich denke, wir sind gut vorbereitet, und wir werden in den nächsten Jahren da, glaube ich, auch, denke ich, die Erfolge entsprechend feiern können. Und mein Dank gilt, das sage ich auch nochmal, wirklich der europäischen Ebene und auch der Bundesebene, die das mit auf den Weg gebracht haben. Der European Chips Act sorgt dafür, dass wir nicht nur, dass es nicht nur finanzielle Unterstützung aus Europa gibt, sondern die hat auch den Weg freigemacht, dass es diese Unterstützung auch aus der Hauptstadt, aus Berlin geben kann. Ohne diesen Act wäre das hier nicht möglich gewesen. Und als ehemaliger Abgeordneter des Europäischen Parlaments, der jetzt gerade ganz viele SMS aus ganz Europa kriegt von ehemaligen Kollegen, die sich für uns mitfreuen, kann ich auch sagen, das ist wirklich ein großes europäisches Projekt. Magdeburg ist mittendrin, Sachsen-Anhalt ist mittendrin. Das ist heute ein Tag, als Sachsen-Anhalter kann man sagen, wo wir mal eine gute Flasche Rotkäppchen dann aufmachen können und auch anstoßen können. Vielen Dank. Ja, danke schön. Dann kommen wir zur Fragerunde. Ich höre, zugeschaltet ist Lars Frohmüller und der bekommt das Wort. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ja, gleich mal in die Richtung der Landesregierung die Frage. Ich hörte, dass die EU da mit Fördermitteln natürlich zur Seite steht. Wird es auch von Seiten der Landesregierung und von Seiten vielleicht auch der Stadt Magdeburg da zusätzliche Förderung für den Standort Intel geben? Und wie hoch wird das aussehen? Und vielleicht auch mal im Blick auf den Oberbürgermeister die Frage: Wie kompliziert war denn das Verfahren? Sie hatten gesagt, Tage und Nächte haben Sie da verbracht. Was waren denn so Stolpersteine, die im Weg standen, um das Projekt dann doch letztendlich möglich zu machen? Es ist ein europäisches Projekt. Demzufolge werden die ganz regulären europäischen Fördermöglichkeiten voll ausgeschöpft, auch über die Prozedur, die Sven Schulze gerade als Wirtschaftsminister benannt hat. Das heißt, hier geht es ja um eine strategische, für Europa insgesamt greifende Investition. Und demzufolge sind ja alle Sonderkonditionen,
die sich dort rechtlich ergeben, auch gezogen worden. Da wir hier in Etappen arbeiten, Sie wissen ja, das wächst hoch über 2 und dann auf 7 Fabriken mit all den Dingen, die im Vorfeld an Erschließungsmaßnahmen laufen, ist automatisch der Bund über die GAW und bei der GAW auch das Land mitbeteiligt. Und demzufolge haben wir hier entsprechende Reservierungen auch vorgenommen. Das Entscheidende war hier, dass es sich ja um einen globalen Konzern handelt und das europäische Beihilferecht beachtet werden muss. Und dadurch, dass es eben diesen Sonderstatus für Europa bekommen hat, dieses Projekt, ist das alles, das war ja auch sozusagen der fachliche Inhalt auch des Telefonats um 10 Uhr mit Frau von der Leyen, ist alles sozusagen bestätigt, genehmigt, besprochen. Intel hat das auch hervorragend mit Brüssel auch gemanagt, denn das ist ja sozusagen erstmal auch auf dieser Ebene zu machen. Das heißt, EU, Bund und Land entsprechend der Regularien, die jeder aus den Richtlinien entnehmen kann, sind drin. Eine Zahl habe ich jetzt nicht, weil wir das ja auch in Jahresscheiben dann hochwachsen sehen und da auch Prozesse bis hin zu Inflationsraten und allem da auch eine Rolle spielen. Das Entscheidende ist, dass wir ja neben der Finanzförderung, die ja immer den wesentlich kleineren Teil des Gesamtinvestments darstellt, eher sozusagen eine Zuwendung, eine positive Zuwendung zum Investor auch zum Ausdruck bringen soll, ist das gesamte Verwaltungsverfahren, die Bevorratung, die Erschließung, die Medienheranführung. Es wird ja auch ein Gewerbepark, der nicht sozusagen monokausal nur auf ein Unternehmen ausgerichtet ist, sondern es muss immer sozusagen vermieden werden, dass eine einzelbetriebliche Förderung an der Stelle, wenn wir reingehen, erfolgt, sondern dass es sich um mehrere Unternehmen handelt. Und das ist ja hier gegeben, weil es ja eine Riesenstadt wird, die entsprechend auch mit Zulieferern, mit Medienanbietern, Dienstleistern und so weiter verbunden wird, sodass das ist dann auch der Übergang zum Oberbürgermeister, dass das dann mehr oder weniger auch in sein Erschließungskonzept mit hineingehört und die Flächenverfügbarkeit und all das, was dort verwaltungsmäßig, kostenmäßig aufläuft und so weiter und so fort, ist logischerweise das Minimum, was auch eine Stadt einbringen kann, neben dem, was an sonstigen Ressourcen auch in den nächsten Jahren notwendig ist. Aber das wächst. Vieles ist auch Netzwerkbildung, vieles ist Koordination. Das heißt, wenn Professuren zu besetzen sind, wenn entsprechende Lehrstühle in Gang zu setzen sind, also im Sinne dessen, dass sie geschaffen werden, wenn beworben werden muss, welche Studienrichtung brauchen wir hier, damit wir die Fachkräfte Sicherung darstellen, helfen, was muss sozusagen an Profilierung auch durch die entsprechenden und außeruniversitären Forschungseinrichtungen passieren. Gerade kam eine SMS vom Präsidenten Neugebauer, also dem Präsidenten der Fraunhofer Gesellschaft, der sich riesig freut und konnte gar nicht genug Herzen hinten ran machen. Also alles gut. Die werden also hier auch forschungsseitig für viele Dinge, was die Medienbereitstellung anbelangt, die Nachhaltigkeitsvorgaben anbelangt, mit erfüllen. Das, was technisch auf dieser Welt möglich ist, wird hier realisiert. Das wird immer der Maximalstandard sein. Das haben wir Intel versprochen und das werden wir auch halten. Und jetzt kann der Oberbürgermeister übernehmen. Ja, natürlich ist das wie immer, dass die Stadt nicht Investoren mit Geld fördert, sondern mit dem, was die Stadtaufgaben sind. Das ist Planungsrecht. Wir mussten natürlich über Grundstücksfragen uns unterhalten und über die Frage, wie erschließt man so ein Gelände, wo kommt die Energie her? Und das sind alles Detailfragen, die man mit den Partnern besprechen muss, die nicht so einfach sind, weil das nicht einfach nur eine Einfamilienhaussiedlung ist. Was wir als Stadt machen werden, und das ist ja völlig klar, es ist ja auch gesagt worden von der Zahl, wenn die Endausbaustufe kommen sollte und wenn die Zulieferbetriebe da sind, dann gibt das für die Stadt Magdeburg 30.000, 40.000 mehr Einwohner oder mit Umfeld mehr Einwohner. Das bedeutet Schulen, das bedeutet Kindergärten, das bedeutet aber auch spezielle Schulen, spezielle Kindergärten. Wir werden Mitarbeiter hier haben, die kommen aus allen Ländern dieser Welt. Und darum brauchen wir internationale Kindergärten, internationale Schulen sozusagen, wo auch die Schüler, wenn die Arbeiter mal nur ein halbes Jahr hier sind, Englisch unterrichtet werden können und, was alles dran hängt, eine völlig neue Philosophie sozusagen für die Entwicklung der Infrastruktur der Stadt, die aber auch Spaß macht, in dieser Entwicklung weiterzugehen. Wir werden dann eine europäische Stadt werden. Wir werden eine Stadt, die weltweit wahrgenommen wird. Und die Menschen werden aus allen Ländern herkommen. Und dann haben wir auf dieser Frage große Aufgaben. Und natürlich eine, die also auf der Hand liegt, die sehen Sie alle sofort.
Wie kommen denn die Arbeiter jeden Tag zur Arbeit hin? ÖPNV-Anbindung. Wie machen wir das? Wie machen wir die Erschließung? Wie kriegen wir die Menschen dorthin? Wie kriegen wir die hin ohne großen Verkehrschaos sozusagen? Wie kriegen wir den ICE-Anschluss hier? Wie kriegen wir den ICE-Anschluss nach Magdeburg? Na klar, das machen wir beide noch. Das ist unsere letzte Aufgabe, die wir hinkriegen. Und dann fahren wir mit dem ICE auch nach Berlin. Auch eine wichtige Frage, die wir lösen müssen. Also insgesamt liegen jetzt vor uns viel mehr Aufgaben, als wir vor einem halben Jahr geahnt haben. Aber wir werden auch diese lösen. Sachsen-Anhalts Hoffnung als Wirtschaftsstandort lag früher auf der Solarindustrie. Doch vom einstigen Boom ist wenig übrig geblieben. So tat sich das Land mit dem Strukturwandel weiter schwer, während es die Hightech-Industrie eher ins benachbarte Sachsen zog. Nun ist aber ein wahrer Wirtschaftskuh gelungen. Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt Magdeburg hat den Zuschlag für eine neue Fabrik des Chip Giganten Intel bekommen. Nach wochenlangen Gerüchten bestätigte Intel-Chef Gelsinger heute die Ansiedlung. Dabei würden 3000 hochqualifizierte Arbeitsplätze beim Unternehmen selbst entstehen, sowie Zehntausende weitere im Umfeld. Intel will demnach etwa 17 Milliarden Euro in Deutschland investieren. Dabei steht, wie bei solchen Projekten üblich, eine hohe staatliche Unterstützung im Raum. Ja, und darüber möchte ich nun gerne sprechen mit meinem Kollegen Wolfgang Brinkschulte in Leipzig. Kommt die Entscheidung für Deutschland als Standort überraschend? Na, überraschend ist eigentlich nur, dass diese Milliardeninvestition von Intel mit dem heutigen Tag wirklich zum Erfolg geführt wurde. Es ist ja eben schon gesagt worden, und Ministerpräsident Haselhoff hat das von Sachsen-Anhalt in seiner Pressekonferenz vor einer Dreiviertelstunde gesagt, es sei heute ein geschichtsträchtiger Tag, ein neues Kapitel in der Geschichte aufgeschlagen worden. Ich würde sagen, es ist ein neues Industriezeitalter aufgeschlagen worden. Man muss sich das vorstellen, Sie haben es gesagt, 17 Milliarden Investitionen in Magdeburg, zwei neue Chipfabriken mit sehr viel Potenzial, ein europäisches Projekt, unterstützt auch von der EU-Kommission, von der Bundesregierung, vom Land Sachsen-Anhalt, von der Stadt Magdeburg. Das ist schon etwas Besonderes und man muss hinzufügen, auch gerade für Ostdeutschland ist das etwas Besonderes. Auch hier ist gesagt worden heute Mittag, das ist eine einzigartige Investition, die es so noch nie gegeben hat. Und ich glaube, das ist nicht zu kurz gesprungen. Das ist so insofern auch ein ganz besonderer Tag für Ostdeutschland, für Sachsen-Anhalt mit einem Zukunftsprojekt. Denn eins ist ja klar, darüber reden wir seit Monaten. Wir haben als Industrienation, nicht nur Deutschland, auch Europa, einen großen Bedarf an Chips. Und da wird Intel jetzt in den nächsten Jahren einen Beitrag dazu leisten. Auch dazu, dass Deutschland und Europa ein Stückchen unabhängiger wird, auch von den asiatischen Produzenten. Wie groß ist denn abgesehen davon die Bedeutung für Deutschland? Also von wie vielen neuen Arbeitsplätzen sprechen wir hier? Naja, da gibt es einige Zahlen, die jetzt von Pat Gelsinger, dem Intel-Chef und auch vom Land Sachsen-Anhalt genannt worden sind. Nun, zunächst steht natürlich der Bau an. Das bindet ungefähr 7000 Arbeitskräfte, um überhaupt dieses Gelände, man muss sich das vorstellen, eines der größten Industriegelände, die es in dieser Form in Europa, auf jeden Fall auch in Deutschland noch gibt. 480 Hektar, 620 Fußballfelder, da wird also erstmal gebaut und dann gibt es natürlich hochqualifizierte Hightech-Arbeitsplätze, Softwareentwickler, Programmierer, alles das, was man für die Chipproduktion braucht. Da ist von 3000 zunächst die Rede, aber das ist ja und soll ja nur ein erster Schritt sein. Zwei Fabriken, 17 Milliarden, 3000 Arbeitsplätze. Insgesamt hat Intel angekündigt in den nächsten Jahren in Europa und da wird sicherlich auch noch was für Deutschland und für Sachsen-Anhalt abfallen. 80 Milliarden, das ist ein Riesenbatzen, den hat man so in Europa noch nicht gesehen. Wie sind die Prognosen? Wird nur Magdeburg oder auch das ländliche Umfeld von Intel profitieren? Ja, ich glaube, die Stadt Magdeburg und auch das Umland. Und das Umland, da geht es um Fachkräfte, die dann nach Magdeburg kommen werden. Es gibt Untersuchungen, dass man den Kreis ziehen kann bis Wolfsburg, Braunschweig, natürlich das Land Sachsen-Anhalt, aber auch bis kurz vor Berlin, auch bis zu den Leipziger Toren. Also das wird ein großes Einzugsgebiet.
Defizit sein, neue Arbeitskräfte schaffen, neue Arbeitsplätze schaffen. Und davon werden natürlich vorrangig auch die Wissenschaftsinstitute und auch die Universitäten in und um Magdeburg herum profitieren. Aktuell sind ja Halbleiterchips Mangelware. Wenn die größte Chipfabrik nun in Europa ist, heißt es denn, es gibt bald wieder Halbleiterchips für Autos, Laptops und Handys? Naja, das ist der Plan, das möglichst schnell zu machen. Nächstes Jahr soll angefangen werden zu bauen. Eine solche Fabrik wird 2-3 Jahre brauchen. Perspektivisch in den nächsten Jahren bis 2030, da hat sich ja auch die EU-Kommission sehr viel vorgenommen, mit 43 Milliarden Euro diese Prozesse, diese Ansiedlung, diese Produktion zu unterstützen. Das wird jetzt schnell gehen müssen, möglicherweise auch schneller gehen müssen, weil eins haben wir ja in der Pandemie gesehen und jetzt leider auch mit den Folgen des Krieges in der Ukraine. Europa muss auf allen Ebenen unabhängiger werden, auch Deutschland. Und da kann das jetzt ein wichtiger Baustein dafür sein. Schauen wir nun auf das Finanzielle. Wird das Projekt auch von der Bundesregierung bezuschusst? Und wenn ja, um welche Summe geht es? Ja, also die erste Investition, ich habe es gerade gesagt, 17 Milliarden von Intel. Die Europäische Kommission gibt etwas aus dem European Chips Act. Die Bundesregierung wird etwas geben, das Land Sachsen-Anhalt. Im Moment, und die Nachricht ist ja jetzt erst knappe 1,5 Stunden alt, im Moment hält man sich da noch bedeckt, wer welche Ebene, wie viel Geld dazu gibt. Aber eines ist klar, Intel, solche großen Konzerne, bauen, investieren in solchen Summen, wenn sie 30-40% Fördervolumen bekommen. Das ist in Amerika üblich. Auch insofern ist das ein Fortschritt in Europa, in den USA üblich, insofern ein Fortschritt in Europa, dass man sich durchgerungen hat, solche Projekte auch mit viel Geld, mit vielen Milliarden zu unterstützen. Informationen zum neuen Intel-Standort in Magdeburg. Wolfgang Brindschulte in Leipzig, herzlichen Dank.